Ja, da liegt also nun die Aufgabe von Willibert Krämer, die Abwehr zu verstärken, Ordnung ins Spiel der Fortuna zu bringen. Die Düsseldorfer ganz in Weiß, nur 8000 Zuschauer und neben der verstärkten Abwehr allerdings auch Einsatzkampf. Das fordert der Trainer von seinen Leuten, von seinen Profis und sie griffen auch an in den ersten Spielminuten. Achten Sie jetzt auf Bockenfeld mit der Nummer 2. Er wird jetzt attackiert, umgestoßen, Schiedsrichter Horreis verlegt das Foul, den Tatort des Fouls, außerhalb des Strafraums. Achten Sie genau darauf, wo Bockenfeld attackiert wird. Ich glaube, es war im Strafraum, zumindest auf der Linie, und die gehört ja zum Strafraum. Kein Strafstoß also, die Partie ging weiter. Das war in der vierten Spielminute. Die Nürnberger recht gefällig, mit zwei verletzungsbedingten Spielerwechseln. Hintermeier und Heidenreich waren nicht mit hier in Düsseldorf. Sie mussten ersetzt werden. Dann ein Foul von Theiss an Heck. Freistoß, direkter Freistoß, achte Spielminute. Dressel. Und Wolfgang Kleffe im Düsseldorfer Tor sieht diesen Ball zu spät, ist mit den Fingerspitzen noch dran, aber es heißt 1:0. Eine frühe Führung und nun muss die Fortuna wieder einmal, wie so oft in den letzten Wochen, einer Führung des Gegners hinterherlaufen. Aber der Unterschied zur Fortuna der vergangenen Wochen: man kämpft, man setzt sich ein, man rennt auch einmal für den Nachbarn, wenn es bei dem nicht so gut läuft. Jetzt ein sehr schöner Pass auf Dusent, der ein großes Spiel heute lieferte. Sehr geschickt, wie er wartet, jetzt nach innen zieht. Edvaldsson ist da. 12. Spielminute, der Ausgleich. In der folgenden Szene sollten Sie auf den Düsseldorfer Spieler mit der Nummer 7 achten, was mit ihm geschieht. Da kommt er, das ist Fach. Er fällt und Schiedsrichter Horreis gibt ihm die gelbe Karte wegen Schauspielerei. Die Zeitlupe zeigt nicht eindeutig, was passiert ist, aber ich glaube, so fällt kein Spieler, wenn er die Absicht hat, eine sogenannte Schwalbe zu bauen. Ich glaube, dass er von dem Fuß von Stocker getroffen wurde und deswegen zu Boden fällt. Wie auch immer, Horreis gibt auch in dieser Phase keinen Strafstoß. Wir sind inzwischen in der zweiten Hälfte, 1:1 der Spielstand und Düsseldorf greift stürmisch an. Dusent verzieht. Nur 8000 Zuschauer, obwohl man auf Düsseldorfer Seite gehofft hatte, dass der neue Trainer ein paar Leute würde mobilisieren können. Wieder Dusent, der hervorragend spiele und Wenzel vergibt hier. Er im Übrigen mit der Nummer 11 in der Sturmspitze mit Edvaldsson. Das ist die eine Umstellung, die Trainer Krämer in der Mannschaft vorgenommen hat und sie sollte sich auszahlen. Theiss, der Vorstopper, mit dabei. Und dann sein Kopfball von Kargus gefischt. Kargus, wie so oft in den letzten Wochen, in hervorragender Form. Gegen Ende der Partie, der Spielstand immer noch 1:1, noch etwa 6-7 Minuten zu spielen. Gerd Zewe auf den Libero-Posten mit einer großartigen Leistung heute. Dann Weigl. Und seine Flanke verwandelt in einem herrlichen Direktschuss Wenzel in der 83. Minute. Allerdings muss man sagen, die Nürnberger ließen ihn auch sträflich frei im eigenen Torraum zum Schuss kommen. Die 88. Minute, die Nürnberger kaum noch im Angriff zu finden. Düsseldorf berennt das gegnerische Tor. Man spürt, dass man den ersten Sieg seit Wochen wieder einmal erringen kann. Hektik in der Nürnberger Abwehr, Einwurf durch Gores, der für den erschöpften Dusen ins Spiel kam. Sehr schönes Spiel, jetzt auf Bockenfeld und er haut einfach drauf und hat endlich einmal Erfolg. Die Fortuna gewinnt über den 1. FC Nürnberg mit 3:1. Wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Damit zurück zu Wilfried Luchtenberg.